Zur gleichen Zeit erreichen die Kollegen Ilka Fischer und Michael Weber den nächsten Einsatzort. Ich sehe jetzt hier erstmal nichts. Ja. Sicherst du mich kurz? Ja. Okay, definitiv. Ich habe nichts gemacht, ich will nur mein Sie Auto halten jetzt haben. Kurz den Mund. So. Sie bleiben so ja. stehen, ja? Sie bleiben so stehen, habe ja. ich gesagt. So. Haben Sie irgendwas, wo ich mich schneiden oder verletzen könnte Nein, in den Taschen? Nur Schlüsselbund und Handy. Okay. Wie ist Ihr Name? Wie heißen Sie? Thomas Schier. Herr Schier? Ja. Okay. Kann ich nehmen? Haben Sie einen Handyverkauf oder wieso haben Sie drei Handys hier? Ha? Einer ist ein Firmenhandy. Okay. Nachdem Ilka Fischer erfahren hat, dass der Mann bisher nicht in Erscheinung getreten ist, präsentiert der Verdächtige eine schier unglaubliche Version der Geschehnisse. Ich bin Gärtner, ich bin neben der Querstraße. In der Römerstraße bin ich am Arbeiten und habe gesehen, wie mein Auto, mein eigenes Auto, an mir vorbeigefahren ist. Okay. Okay. Also ich habe einen dunklen Corsa, Nummernschild auch Köln HH 4902. Und genau das Auto ist an mir vorbeigefahren. Kann ja kein Fehler gewesen sein. Nein, irgendwie kann kein Fehler. Ist Ablesefehler. Es ist sowieso irgendwas ganz komisch, weil ich kriege irgendwelche Rechnungen zu Hause von irgendwelchen Bußgeldbescheiden und Parktickets. Meine Frau hat das auch schon gemeldet. Mhm. Und dann bin ich in meinen Firmenwagen und dann bin ich hier reingefahren und habe nur noch gesehen, wie der Tor zugegangen ist. Okay. Ich bin und hier also steht dem, Ihr Auto drin, sagen Ich bin Sie. Im Auto hinterhergefahren. Gehen Sie mal eben hier zur Seite. Ja. Gehen Sie mal dahin. Also ich bin im Auto hinterhergefahren und habe nur noch gesehen, wie hier das Tor zugegangen ist. Wir haben aber keine Person gesehen, die jetzt hier Nein, dabei stand. Gar nichts. Gar nichts. Hier ist zu. Das Tor ist zugegangen. Sie wissen nicht, wem das, wem die Garage gehört. Nein, ich habe auch geklingelt, wie doof, hat keiner aufgemacht. Dann habe ich mal die Axt aus meinem Ja, aber das war ja die dümmste Idee, die sie haben konnten. Die Ehefrau des Gärtners will nun auch wissen, was es mit dem angeblichen Autoklau auf sich hat. Wie kommen Sie jetzt hierher? Zu Fuß. Guten ja, Abend. Warum sind Sie hier? Mein Mann hat mich angerufen, unser Auto wäre hier. Ja, sehr schön. Das ist Ihr gemeinsames Auto, da fahren Sie auch mit? Ja. Sind Sie heute mitgefahren? Nein. Sie sind gar nicht gefahren heute mit? Nein, ich arbeite hier nebenan in der Arztpraxis. Ich fahre mit Fahrrad zur Arbeit. Okay, dann hätte sein können, dass Ihre Frau mit dem Auto gefahren ist und hier das Auto abgeparkt hat. Wir fahren ganz selten damit. Naja, man muss vornehmlichstes Problem ist jetzt, dass wir die Garage aufkriegen müssen, dass wir wissen müssen, wem die gehört. Zweifel müssen wir einen Schlüsseldienst rufen. Ilka, lass mich mal klingeln. Die Garage muss ja zu irgendeinem gehören. Ganz kurz, wir kriegen ständig irgendwelche Bußgeldbescheide, die uns gar nicht gehören. Wir haben das auch schon zur Anzeige gebracht. Da sind wir gar nicht gefahren. Da sitzt irgendein fremder Mann hinter. Also unser Auto, wenn wir auf der Arbeit sind, wird irgendwie gebraucht. Frau Schier, haben Sie ein Bild dabei? Ist da ein Bild dabei von dem von der Person, die von da Von dem jetzt nicht. Das ist nur ein Bußgeldbescheid. Okay, aber Sie haben schon Das haben wir bei Fotos. Der Polizei zur Anzeige gebracht. Sie haben schon Bescheide bekommen mit einem Foto. Ja, das haben Und da haben Sie Einspruch gegen erhoben und da kam auch nichts mehr, oder wie? Das ist, glaube ich, in der Bearbeitung bei Ihnen. Okay. Also Sie waren bei der Wache und haben Anzeige erstattet. Genau. Bußgeldbescheid. Ilka, ich klingel mal. Ich ja, mach mal, mach mal. Ist gut. Hm, okay. Wie lange geht das Ganze schon? Boah, Schatz. Geht schon ein paar Wochen. Mehrere paar Wochen. Mehrere Wochen. Aber Ihr Fahrzeug selber haben Sie in der Zeit gehabt, weil Sie sagen, Sie kriegen Bescheide? Ja, wir fahren mal am Wochenende Einkauf oder so. Aber haben Sie denn festgestellt, dass Ihr Fahrzeug irgendwo anders abgestellt war, dass es verschmutzt war? Hat irgendjemand sonst einen Schlüssel außer Ihnen? Nein. Also Sie können ausschließen, dass jemand Ihr Fahrzeug benutzt? Ja. Ihr klar. eigenes Auto? Ja, klar. Aber mit dem Kennzeichen werden Ordnungswidrigkeiten Richtig. Begangen? Richtig. Also Und jetzt haben Sie heute haben Sie aber Ihr Kennzeichen, also Ihr Richtig. Komplettes Fahrzeug genau. gesehen. Köln HH 4902 ist an mir vorbeigefahren. Ich habe sogar ein Foto gemacht. Ilka Fischer muss feststellen, dass das Foto des Gärtners nicht besonders aussagekräftig ist. Wer sind Sie denn? Sie? Ja. Warum ist die Polizei da? Ja, ja. Kommen Sie mal rüber hier. Frage ist jetzt, wer Sie sind. Also mein Name ist Gunnar Waage, ich wohne hier. Kommen Sie mal das hier ist super. Grundsätzlich das ist auch das meine super. Garage. Kommen Sie mal zu mir. Das ist Ihre schön. Garage. Herr das ist ja sehr gut. Gut, dann bräuchten wir mal den Schlüssel für die Garage. Fakt ist im Moment, dass dieser Herr meint und angibt, dass in der Garage sein Auto steht. Mhm. Und deswegen, das überprüfen wir jetzt gerade, machen Sie einmal auf. Okay. Und wenn das nicht an dem ist, dann mache ich das Ganze mal auf. Und da sehen Sie, Besser dass ist. Mein Auto drin steht. Klappt nicht. Schlüssel vielleicht. Neue Batterie. Oh, jetzt. Hurra. Ab und zu dauert es ein bisschen, aber jetzt Sesam, geht's auch. Öffne dich. Ich gebe Ihnen mal Ihren Bescheid zurück. So, ist er das? Und das ist mein Auto. Danke. Mein Opel, Kennzeichen GE5308. Ja, so, jetzt da haben wir steht Problem, nicht ne? das HH49 sowieso drin. Jetzt haben wir ein Problem. So, alle mal draußen bleiben. Gesehen, wie der alle mal draußen bleiben. Ich bin doch nicht bescheuert. Also ich guck gerade mal auf die Plakette.
unsere Julia. Umweltplakette ist auch die richtige, die passt auch zum Kennzeichen. Also scheint ja offensichtlich alles zusammenzupassen. Es ist ja nun mal nicht Ihr Auto. Vielleicht haben Sie sich doch geirrt. Wo steht denn Ihr Auto normalerweise? Normalerweise steht er daheim. Ja, kann man da nachgucken? Ist irgendjemand in der Lage, Nachbar oder so, der mal gucken kann? Ich kann unsere Tochter anrufen und fragen, ob das Auto da ist. Dann machen Sie das doch mal. Das ist doch die erste beste Gelegenheit. Aber bevor Sie mit dem Auto weiterfahren, der scheinbar vom Bus repariert worden ist. Was soll da vorne sein? Das ist ein Unfallschaden vorne links. Okay. Also das Auto, ich bin heute Morgen noch gefahren, da war alles in Ordnung. Boah, stimmt, Sie haben recht. Ja. Der war vorher noch nicht gewesen. Ja, ist auch relativ heftig, ne? Vorher, wovor? Wovor? Guck mal hier, das ist ganz lose hier. Guck mal hier. Da fehlt eine Schraube, die liegt hier. Okay. Okay, also. Guck mal, das Kennzeichen müsste dann auch mal festgemacht werden. Haben Sie angerufen? Ja, ich habe unsere Tochter angerufen. Auto steht zu Hause, Schatz. Julia hat gesagt, das ist zu Hause. Ich habe doch unser Nummernschild gesehen. Ich bin doch nicht bescheuert. Haben Sie ein bisschen Stress auf der Arbeit heute? Oder? Nein. Ja, aber jetzt ganz ehrlich, Stress auf der Arbeit, ja, hin und, ja, aber wie kommen die ganzen Busbescheide dann zusammen? Und das Foto. Fährt Ihre Tochter vielleicht? Nein, die ist 16, die fährt noch kein Auto. Ja, dann kommt die Frage an ihn, haben Sie jemanden, der mit dem Auto noch fährt? Ich habe noch einen Sohn, der ist 21 und der benutzt schon öfters mein Auto, klar. Ja, wo ist der jetzt? Ich denke, zu Hause. Also wir haben eben geklingelt, dann macht keiner die Tür auf. Genau das macht die Beamten misstrauisch. Als sie den 21-Jährigen zur Rede stellen wollen, macht der Vater im Treppenhaus eine besorgniserregende Entdeckung. Ach Gott, da liegt ja das Telefon von meinem Sohn. Zeigen Sie mal her. Und auch voller Blut. Aber hoffentlich ist nichts passiert. Tatsächlich, guck mal. Ja, pass auf. Dann bleiben Sie jetzt mal hier. Das ist jetzt sicher, wir gehen jetzt vor. Mein Sohn heißt Dennis. Alles klar. Hallo? Ich komm mal im Balkon. Immer hier hängt so ein Tuch runter. Nicht, dass er sich abgeseilt hat vom Balkon. Ach, das ist auch von der Höhe her unmöglich. Lass mal hier gucken. Ey. Hier ist er. Komm mal raus. Dennis? Ja. Was ist denn für eine Verletzung da am Kopf? Wovon? Kennzeichen kannst du mir direkt schon geben, bevor du mir die um die Ohren haust hier. Ist nicht wahr, oder? Was machst du? Was ist denn los? Ich wusste gar nicht, dass das so viel Aufsehen erregen würde. So, das Ganze, also. Ich wollte einfach ein bisschen mit dem Auto rumfahren und ich arbeite ja nicht, ich verdiene kein Geld und dann irgendwie noch Strafzettel zu bezahlen. Ich habe kein Geld dafür und ich habe mir so gedacht, das ist eigentlich eine gute Idee. Das ist eine gute Idee? Ja. Wie kommen Sie denn? Das ist die Platte von jemand anderem, das ist Kennzeichen von jemandem, den reiten Sie da völlig rein. Aber volles Fund. Wo sind die Plaketten her? Jetzt ist mir es bekannt. Im Internet. Internet? China. Die Siegel? Da kriegt man alles, ja. Und die Siegel? Ja, von dir, von deiner Werkstatt. Dennis, weißt du, wo du mich da reinreitest? Der 21-Jährige muss sich wegen Kennzeichenmissbrauchs und Diebstahls vor Gericht verantworten.